Servus liebe World of Warcraft Freunde, willkommen zurück auf meinem Kanal, wieder Mythic Plus Action. Heute sind wir unterwegs in den blutigen Tiefen, plus 18. Alles in allem ein Key, wo ich gespannt bin, wie es so laufen wird. Ich bin hier mit einer Random-Gruppe tatsächlich drin. Allerdings, die Guys hier, mit denen bin ich eben schon einen, was war's, 17er Key 2-Chest gelaufen. Und die waren wirklich extremst gut. Und dementsprechend kam eines zum anderen. Und wir haben gesagt, ja, dann gehen wir doch mal einen 18er Key noch hinterher. Gucken wir mal, wie es läuft. Für den Dungeon geswitcht auf Ventir, weil obvious, ne, ist ein bisschen sinnvoller hier in der Inni und wir hatten keine Vent hier. Normalerweise spiele ich jetzt random, in der Regel lieber Nightfae, aus dem einfachen Grund, es ist einfacher zu timen, gerade wenn du den Tank nicht kennst. Und wenn der Tank halt keine dicken Puls macht und ich die CDs ziehe und verbasel, kommt mit dem Vent hier relativ wenig rum. Ist so eine Sache. Ventir läuft aber auch ganz gut. Ich teste es jetzt mal aus und dann gucken wir mal, was in der Inni bei rumkommt. Eben als Benchmark in der 17er Inni hatte ich als Nightfae overall 14, schieß mich tot KDPS über die gesamte Inni. Also gucken wir mal, wie es hier läuft. Ob ich als Ventir mehr mache oder nicht. Ich muss sagen, so ganz viel Spaß macht mir Ventir immer noch nicht. Zumindest seit dem Patch mit den Changes, die da gemacht wurden. Das war für mich, weiß nicht, am Legendary. Es sind nur wenige Sekunden eigentlich, die dadurch die Paktfähigkeit kürzer läuft. Aber trotzdem fühlt sich's, ich weiß nicht so recht. Ich bin da noch nicht so ganz happy mit. Aber das ist, glaube ich, auch Meckern auf hohem Niveau. Nun gut, schauen wir mal. Erster Pull war eigentlich anders geplant. Wir hatten ursprünglich vor, den Vo-Dude zu killen, um uns dann durchzustealthen bis hier an den Part. Hat jetzt nicht ganz geklappt. Ist jetzt auch nicht so super schlimm. Idees wurde Idees. Jetzt ist gerade ein bisschen doof, dass wir gerade den Ur hatten, weil ich werde jetzt sicherlich nicht hier rein meine Cooldowns ziehen. Dafür hebe ich sie mir jetzt noch für den Boss auf. Sonst hätte ich die da ewig nicht ready. Es ist Tyrannical. Und da will ich natürlich beim Boss so viel Piu-Piu machen wie möglich. Aber gut. Sollte kein Problem sein. Wobei du hier merkst du dann halt, wenn du andere Klassen drin hast, wie ein Fire Mage oder auch den Schamanen, die da häufiger was ready haben. Bei denen geht es dann doch nochmal eine Ecke mehr ab. So, jetzt pullen wir schön Ressourcen vor the Boss, dass wir da direkt von Anfang an reinscheppern können. Mein Trinket wird auch wieder ready. Das Quantengerät, das ist auch sehr schön. Da hatte ich auch ziemlich Glück. Ich habe vorm ID-Reset noch schnell, in Anführungszeichen, eine Inni machen wollen. Also in dem Fall dann die Other Side, weil ich auf, wie hieß es, Fortified noch einen sehr niedrigen Score hatte und ich wollte eigentlich nur mal schnell nachts kommen, einen Run machen wir noch und dass ich einfach den Score ein bisschen pushen kann in der Hoffnung, diese Woche dann Keystone Master zu machen. Am Ende, die Inni war super smooth, auch wenn es nur eine plus 13er war und es gab halt das Quantengerät. Dementsprechend war ich jetzt, ich glaube, dreimal in dieser Season, the other side, habe sofort das Trinket bekommen. Und, okay, der geht blocken, denke ich. Jawohl. Und davon ab, in Sachen Trinkets habe ich diesen Patch ziemliches Drop-Luck. Ich war auch einmal, als die Weekly up war mit den 4 Mythic Dungeons, war ich einmal abfarm Nebel von Tirnaschki und hab da direkt den Changeling bekommen. Der ist jetzt dann zwar auf Item Level 236, das ist jetzt nicht allzu hoch,
Aber I don't know. Man hat's. Und am Ende hat man meistens eh so viele Punkte übrig. Ich glaube, da kann man das gute Stück vielleicht irgendwann nochmal hochpushen, falls ich es denn brauche, beziehungsweise falls ich es verwenden möchte. Gut, hier bei dem Boss sehen wir jetzt aber, also du merkst auf jeden Fall, dass Tyrannical ist. Es dauert deutlich länger. Und hier dieses trennende Schmettern, also diese Orbis, die machen doch echt gut Schaden. Da bin ich ganz froh, dass ich gerade kein Heiler bin, wenn ich ehrlich bin. Aber davon ab, weiß nicht, es sieht eigentlich Niederwalzen auf mir. Walz mich nieder. Oh, shit. Okay, das war knapper, als ich gedacht hätte. Vielleicht sollte ich mich doch nicht niederwalzen lassen. Okay, die bringen wir mal jetzt schön weit weg. Im besten Fall müssen wir die nicht mehr triggern jetzt. Da der Boss hoffentlich vorher down geht. Okay, passt. Schauen wir mal, was sagt der Damage bisher? 15,2k, ist okay. Den Pull hast du jetzt halt wieder hinten raus gemerkt, dass es ein bisschen gefehlt hat. Aber ich glaube nicht, dass es mit Convoke viel besser oder anders da gelaufen. Holy shit, da dachte ich schaff's nicht mehr raus. Das wäre ärgerlich gewesen. Nein. Damit, da habe ich mich kurz selbst mit der Tür gebaitet. Mein Ding ins Kirchen nicht mehr rausgekriegt. Oh, ich bin shit. Aber bis hierhin ziemlich smooth. Ich bin mal gespannt, wie Tarvold läuft. Das ist der Boss, vor dem ich doch Respekt habe. Nennen wir es mal so. Oder sagen wir es mal so. Der ist, teilweise relativ eklig. Den müssen wir auf jeden Fall richtig spielen. Und vor allem diese zusätzlichen Ads, die der da rausholt, müssen wir wirklich schnell downhämmern. Ansonsten, und da dachte ich jetzt, ich schieße mich selber von der Plattform. Ich habe gerade gar nicht gesehen, dass der die da vorne auch noch gepullt hat oder pullen wollte. Da haben wir einen Toten. Sollte noch gehen. Okay, machen wir erstmal einen Down hier. Bindungen schön outrangen. Und ab das Ding. Nicht treffen lassen von dem Geist. Der würde mich sonst wahrscheinlich umkliefen. Zumindest eben in der Situation. Da kommen die nächsten Kackvögel. Ich hoffe mal, dass er danach die aus dem kleinen Raum holt. Okay, dann mache ich sie jetzt auf. Oh. Erstmal noch schnell die Kette brechen. Okay. Ich öffne das Ding kurz bevor die ersten sterben. Ja, machen wir es jetzt. Das sollte passen. So, sehr schön. Ich Idiot. Geh weg. I'm sorry, Heiler. I'm so sorry. Holy shit. Da kam dann doch jetzt mal ganz gut Schaden rein. Gar nicht mal so einfach hier die ganze Geschichte.
So, Urne ist, glaube ich, noch offen. Das wäre mir jetzt lieber, wenn diese kleinen Viecher vor dem Dicken... Ach, shit. Vor dem Dicken sterben, wollte ich sagen. Oh, du kriegst mein Innerwelt. Jetzt profitiere ich... Ich weiß nicht, ich hätte auch eben in die reinziehen können. Aber eigentlich wollte ich lieber... Mit dem Buff... Oh boy, der geht big. Der geht big. Und, ach, Idiot, jetzt habe ich mein Trinket da gedrückt. Das wollte ich doch gar nicht. Damn it. Also, da zum Hintergrund. Es ist jetzt nicht super schlimm, aber in der Regel willst du das Trinket erst so spät wie möglich ziehen. Damit du in den letzten Sekunden deiner Raserei den Buff noch abhast. Das war jetzt nicht der Fall, aber es ging noch. Dadurch, dass wir jetzt die ganze Zeit in Fight waren, auch hätte mich mal interessiert, was ich den Pull jetzt gefahren habe, hat mich von, weiß nicht, 12.000 oder was es eben waren, wieder auf über 17 geboostet. Und der Tank hat auf jeden Fall Bock. Also wir sind jetzt hier gerade die ganze Zeit schön in Fight und da holt er noch die nächsten Reihen, meine Herren. Hier ist definitiv nichts mit Schabernack. Ich muss sagen, die Gruppe, ich glaube nicht, dass sie dieses Video je sehen werden, weil die Boys, glaube ich, alle international sind. Also einer kommt aus Schweden, das habe ich eben so raushören können. Aber in Sachen Randoms ist das, glaube ich, eine der nicesten Gruppen, mit denen ich je gespielt habe. Nicht nur von wie es läuft, sondern auch wie die Boys drauf sind. Also in der Zwischenzeit beim Dungeon-Wechsel haben wir nett miteinander geplaudert, haben uns unterhalten und so weiter und so fort. Und da muss ich echt sagen, es gibt in WoW auch noch echt coole Spieler. Man findet sie vielleicht nicht immer sofort, aber es gibt sie. Es gibt sie. Und er hat weiterhin Bock. Ich mag den Tank. Richtig nice. So, mach mal hier die Urne auf. Und weiter geht die wilde Fahrt. So, muss mal aufpassen, dran denken, falls es jemand kriegt, dass ich die spelle. Okay, da war der Heiler schneller als ich. Alter, der hat noch... Der hat Full Mana, what the fuck? Hätte ich das Ding geheilt, wären wir schon erstens seit 5 Minuten Date. Und zweitens wäre ich, glaube ich, sowas von oben. Aber gut. So ist das. Der geht auf jeden Fall auch der Heiler ziemlich steil. Jetzt haben wir hier noch die Wache. Da ziehen wir natürlich nicht CDs. Und das brauchen wir gleich wirklich alles beim Boss. Ich denke mal, normalerweise in den meisten Random Indies potte ich tatsächlich nicht. Aber ich glaube, hier werde ich jetzt tatsächlich mal einen Pot ziehen, dass wir den Boss so schnell wie möglich umflexen. Jetzt noch hier schön poolen, poolen, poolen. Nicht zu viel, nicht, dass wir overcappen. So, das passt. Gut, wir overcappen trotzdem ein Stückchen. Oh boy. Jetzt kommt der Boss. Jetzt kommt der Boss. Henker Tarvold. Und Abfahrt. Das habe ich nicht gut gespielt. Bin ich teilweise zwischendrin einmal von der Taste gerutscht. Aber da wären mehr drin gewesen. In Sachen Dips. Nicht mein bester Pull, aber ich denke, es war okay. Alter, wo rennt der hin? What the fuck?
Oh. Holy shit, ey. Da merkst du doch, da kommt gut Damage rein. Okay, Add. Bisschen gepoolt. Das ist wieder sehr schnell gefallen. Ich nehme an, da hatte Herr Mage CDs. Ich glaube, was kriegt man jetzt? Nur ein Add, schätze ich. Eins sollte es noch geben. Da poole ich jetzt wieder. Da müsste ich rechtzeitig mein Leggy triggern können, dass ich meinen CD abhabe. So ist es. Perfekt auch noch, da die Mastery... Alter. Ah, der Tank hat ihn weggetoucht. I see. Aber ganz im Ernst, wenn ich das hier so sehe, ich bin so froh, dass ich kein Heiler bin. Das würde mir jetzt hier... Also, 18er D-Ini hätte ich schon mal gar nicht geschafft. Aber generell, was hier reinkommt, ist echt knackig. Easy. Also, die Leute sind echt cool hier. Gefällt mir... Huch, wo kommen die denn her? Ah, ich nehme an, er will skippen gleich. I see. Gut, dann ziehe ich jetzt CDs. Einfach, ich glaube, das könnte zwar ein Overkill bei der Gruppe werden, aber einfach, dass ich dann zum Boss hoffentlich wieder CDs abhabe. Jetzt können wir hier mal... Ah, ich bin auch so doof. Ich habe vergessen, umzuspecken. Ich spiele nicht mit Zorn der Elune. Siehst du, da war noch irgendwas. Das hätte dann wahrscheinlich in der Addition auch nochmal für mehr Damage gesorgt. Aber gut, es ist jetzt, wie es ist. Da war ich noch auf dem Nightfade-Trip gerade. Falls jemand bis hierhin geguckt hat und sich gefragt hat, warum spielt er mit dem Fullmoon-Talent? Das war nicht geplant. Definitiv not. Aber steckst du manchmal nicht drin, ne? Jetzt bin ich auch nochmal gespannt. Beim letzten Boss mache ich mir ehrlich gesagt keine Sorgen. Der hier könnte auch durchaus nochmal für ein bisschen Schmerzen sorgen. Ich gehe mal stark davon aus, dass diese Explo wirklich richtig satt ins Kontor einschlägt. So, der kriegt noch einen schönen Mond ins Gesicht gedrückt, wenn man ihn schon dabei hat, ne? Das ist halt das mit Zorn der Elune, könnte ich am Ende meiner Cooldowns, meines Legendaries, halt nochmal, beziehungsweise meiner Paktfähigkeit so rum, würde ich da halt nochmal deutlich schneller Astral Power generieren und damit dann auch mehr Star Searches beispielsweise rausklopfen können. Hier können wir mal einen Vortex reinlegen. Ach, da juckt es mir im Schritt. Was? Gut. Okay, ich habe noch keine Cooldowns ready. Das dauert noch einen kleinen Moment. Ich hoffe, ich krieg sie noch, bevor wir den Urboy töten. Damn. Holy shit, ey. Da
Das scheppert rein. So, Cooldowns, Abfahrt, ausrasten, Gas geben. Dippes drücken. Jetzt werde ich tatsächlich Sternenregen casten, damit ich weiter laufen kann und mir trotzdem Orbs snacken und casten kann. Ja, waren jetzt nicht die besten Cooldowns wieder. Da muss ich sagen, fehlt mir bei Ventiven wieder noch ein bisschen die Übung. Oh nein, Heiler, sterb nicht. Okay, ich hätte schon gedacht, eben bei dem Boss knallt richtig Damage rein. Aber der hier ist auch schon ziemlich sick. Wenn ich das so sagen darf, so... Habe ich mal 4 Orbs. Das war besser. Definitiv. Holy shit. Da dachte ich für einen kurzen Moment, ich jump in das Viech rein. Das wäre dumm gewesen. Und bitter für die Gruppe. Personals on next. So. Ich gebe ihm mal Anregen. Okay. Da heile ich jetzt doch mal kurz mit rein. Ich schätze mal, einmal haben wir diese Bombo-Kombo noch. Ich habe Heart of the Wild noch ab. Das heißt... Ich kann noch ein bisschen mit reinheilen. Und ich werde sterben, glaube ich. Oh, holy shit. Also ich weiß, dass wir... Oder dass es besser wäre, wenn der Boss schneller stirbt. Aber ich glaube, eben kam halt auch so viel Damage rein. Da war es, sage ich mal, vertretbar, ein bisschen mit reinzuheilen und manchmal den Damage zu unterbrechen. Das sollten wir jetzt schaffen, den Boss zu killen. Bevor der nicht... Jawohl, sehr schön. Sehr, sehr nice. Very good gespielt. Sehr clean. Gut, Heiler zweimal gestorben, aber das war jetzt echt... Weiß nicht. Das war wirklich nicht schlimm. Beziehungsweise es war noch zu retten. Das ist das Schöne auch hier an der Gruppe, muss ich sagen. Die Jungs, von denen kann jeder spielen. Du weißt, die wissen, was sie tun. Und da kannst du halt auch mal so ein brenzliges Ding wie eben... Weiß ich nicht. Überlebt man dann halt doch nochmal. Obwohl es vielleicht sehr, sehr knapp aussieht. Und ich würde jetzt auch mal behaupten, blutige Tiefen ist wahrscheinlich mit Tyrannical plus noch Necrotic eine der unangenehmsten Innis, die du machen kannst. Okay, sie wollen sie spielen. Gut. Prozente haben wir eigentlich genug. Ich glaube nicht, dass wir die noch hätten machen müssen. Aber gut, es ist ja nicht fortified, von daher sollte, glaube ich, in Ordnung gehen. Halten wir da mal schön rein hier. Zack, zack. Ans Outrangen denken. Also der Gang als nächstes, der sollte, glaube ich, überhaupt kein Problem sein. Das einzig Nervige ist halt mit Tyrannical, der Boss im Gang, der steht dann auch ewig mit rum. Ansonsten, letzte Boss sollte, glaube ich, auch kein Problem werden. Den dürfte man easy packen. Lediglich lang dürfte er dauern. Lang dürfte er dauern. So, sehr schön. Auch das easy peasy lemon squeezy gespielt.
muss sagen, ich bin gerade auch mit meiner Leistung recht zufrieden. Dafür, dass ich bisher noch kaum einen Key-Vent hier gespielt habe, ist es echt in Ordnung. Aus einigen Pulls hätte ich definitiv mehr Damage rausholen können, hätte ich sie cleaner gespielt. Aber, beziehungsweise auch meine Cooldowns besser ausgespielt. Aber das ist jetzt dann auch Meckern auf, ich glaube, sehr hohem Niveau. Wenn ich das so sagen darf. Nein! Jetzt jumpt die da rein, als ich den Beam in die Gruppe setzen wollte. Junge, Junge, donderladdig. So, auf jeden Fall vor der nächsten Gruppe oder in die nächste Gruppe ziehe ich CDs mit rein. Weil wir dann das Ur-Relic haben. Go next. Die haben aber alle Bock. So, gleich kommen Cooldowns. Die werde ich ziehen. Der Boss wird ja auch noch ein Momentchen da sein. Holy shit. Okay, Abfahrt. Abfahrt, Abfahrt, Abfahrt. Und wir haben den falschen Mob gemacht. Gut, jetzt haben wir halt wie, whatever, da wäre es auch, ich denke, für den Heiler ganz nice gewesen, zwecks Mana-Rack, Gesundheits-Rack und so weiter. Ich glaube, bei der Gruppe, neben vergessen, Trinket reinzuziehen, ich Noob, ey. I'm a Noob, sometimes, not so fast. So, das Ding ist uff. Kann er eigentlich schon die nächsten damit reinziehen. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich war eben gar nicht mit auf dem Relikt drauf. Zumindest kann ich mich nicht daran erinnern, dass ich geswitcht habe. Oh shit, shit, shit. Puh, bit sweaty hier gerade. Gut, da vorne kommen nochmal Relikte, das ist nice. Vielleicht kann ich nochmal hier auf den Gang ziehen, bevor wir zum Boss kommen. Dass ich es dann im Bossfight wieder ready kriege. Dass ich es zu Beginn des Fights haben werde, ist sehr unwahrscheinlich an der Stelle. Und jetzt haben wir hier nochmal ein Relikt-Set. Wo ist Ur? Da ist Ur. Roll that R. Und mit dem Urrelikt müsste ich dann jetzt die Cooldowns abkriegen. Vielleicht pullt er ja dann noch die nächste Gruppe damit rein. Das wäre ganz sexy. Dann lohnt sich's wenigstens. Und ja, das macht er. Sehr schön. Weil ich glaube, es lohnt. Lohnt es sich? Na komm. Fuck it. Nein! Ich bin so dumm. RIP. RIP me. Das hat gekostet. Das hat gekostet. Ach, das ärgert mich. Während die CDs gerade an waren. Oh. Jetzt konnte ich da nicht profitieren. Und hab sie nicht ready. Sehr gut. Good game, G6. Toll gespielt. Mythic Plus Champion. Ich sollte mich fürs MDI anmelden. Da
Das war nicht gut gespielt. Ich hätte einfach nicht CDs ziehen sollen. Oder halt einfach nicht scheiße sein. Weiß nicht, für die Gruppe wird man vielleicht, wenn wir im Boss pullen, bei 1,20, 1,10 sein, die ich noch Cooldown habe, dann das Urrelikt. Bin ich nicht ganz happy mit jetzt. Na gut, was willst du machen? Ändert. Kann man jetzt eh nicht mehr ändern. Kann man eh nicht mehr ändern. Mensch, auch noch perfekt geschätzt mit den 1,10. Ich darf nur nicht sterben jetzt. Ich bin der Einzige, der retten kann. Da gönnen wir uns mal einen kleinen Pott. Sicher ist sicher. So, Abfahrt. Das könnten, ja, könnte okay werden in Sachen Cooldowns. Nein, das war nicht gut, dass ich das gefressen habe. Okay, war doch nie so guter Cooldown. Naja, es war halt auch bitter, dadurch, dass ich da eben... Also ich hätte sie auch nicht ready gehabt, hätte ich den Shit da eben überlebt. Aber... Ärgert mich, dass ich das da verkackt habe. Ich hätte einfach halten sollen, glaube ich, für den Pull hier. Weil gerade zum Last-Cooldowns abhaben. Wäre wichtig gewesen. So, 8% noch. 8%. Sollte easy klappen. Und dann haben wir noch, weiß ich nicht, 6,30 oder so auf der Uhr. Killer, Killer. Oh. Ohne Scheiß, der Fight dauert so ewig. Oh no. So, kann der anken? I'm not sure. War gut, dass wir noch Retzes hatten. Gib mir dem nochmal im Innervate. Und dann noch 2. 1%! Dann haben wir es geschafft. Sehr, sehr nice gespielt. Sehr, sehr nice Gruppe. Da bin ich super zufrieden mit. Am Ende auch noch. Ja, sehr, sehr nice. Hat Spaß gemacht mal wieder. Was haben wir hier? Condensed Anima Sphere. Überfließender Anima-Käfig. Oh boy. Aber den brauche ich. Brauche ich nicht. Idris, der wäre für. Der wäre nur für Tank, wenn. So, ich will meinen Key gerne nochmal tauschen. Nebel.
Nebel, Nebel. Aber super nice Gruppe, hat Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es auch ein bisschen gefallen. Und damit danke fürs Zusehen. Lasst ein Abo da. Bis zum nächsten Video. Reingehauen.